Wer bist du denn? Ich bin der Tätowierer hier. Und wie heißt du? Günni. Okay. Und die Assistentin? na, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich glaube, du bist... Weiß nicht, was mich erwartet, aber... Ja, ich glaube auch, du bist ein bisschen aufgeregt, ne? Du möchtest ein Piercing? Ja. Was denn? Ein Nasenring? Nein. Sowas hier oben am Ohr, aber das Helix oder wie sich das schimpft. Viele sagen, das tut so doll weh und einige sagen, das tut gar nicht weh. Hast du schon mal Blut abgenommen bekommen? Ja. Das tut mehr weh. Wirklich? Das tut dir gar nicht weh. Wieso? Aha, da kommt gleich der Arm drauf, ne? So. Ja. Ich steche sehr schnell. Mhm. Und dadurch, wenn man sehr schnell sticht, hat man wirklich nur ganz kurzen Peaks. Mhm. Und andere, die da langsam durchbohren, da kann es einen heftigen Schmerz geben. Okay. Mach ich nicht. Okay. Du bist ein Sanfter. Ja, wirklich. Genau. Weil die nicht sicher sind, ne, bohren ganz langsam durch beim Piercen. Und der sicher ist, der setzt an, zack, durch. Mhm. Ne? Ich pierce seit über 10 Jahren. Und ich mache auch nur das an Piercings, was ich medizinisch vertreten kann. Mhm. Finde ich gut. Es gibt vieles, was heute gepierst wird, was für mich grober Unfug ist. Ne? Dermal Ankors und solche Dinge, so, was in die Haut eingebracht wird, so gerade bei den Mädchen hier vorne oder so im Schulterbereich. Da wird 2 mm Haut aufgeschnitten, das Ding wird eingesetzt und 9 von 10 fallen raus, reißen raus, entzünden sich. Kostet viel Geld und ich berate meine Kunden vernünftig. Klar, ich muss auch Geld verdienen. Aber ich verärgere mir den Kunden, wenn ich ihm etwas verkaufe, wo er im Nachhinein nichts von hat. Ne? Ist richtig. Ja, ich mache meinen Job seit 15 Jahren. Und ich wäre nicht seit 15 Jahren hier, würde ich Blödsinn verkaufen. Ne? Das geht ganz, ganz schnell so raus. Schnelles Geld kann man immer machen. Ehrlichkeit zahlt sich manchmal. Den Kunden zu erhalten über viele Jahre ist viel, viel schwieriger. Also, zunächst wird erstmal hier gereinigt. Anprobe, ob das richtig sitzt oder wie? Anprobe, ganz kurz. Ja. So recht? Du musst sagen, ob dir das gefällt. Da bist du dir auch wirklich sicher jetzt? Weißt du was? Ich dachte immer so, oh nee, ich bin Sandwich-Kind, ich wurde immer benachteiligt. Na, guck mal, jetzt stehe ich aber in der Mitte. So, das macht man drauf, damit die Haut so ein bisschen geschmeidig wird. Würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Okay. Ist das die Nadel? Das ist die Nadel. Nee, ne? Oh Gott, die ist ja voll dick. Nee. Das ist nicht dick. Wir können das noch dicker. Kannst du was sehen? Mhm. Und Papa? Ja, das kriegst du schon mit, ne? Dass es weh tut. Tut's weh? Wie fühlt sich das denn an? Also, das wäre also jetzt, ich würde mal sagen, nichts für dich. Aha, woher willst du das wissen? Jeder empfindet anders, ne? Ja, aber ich glaube, das ist auch am Anfang ungewohnt. Sonst hinterher geht das wahrscheinlich, denke ich mal. Man gewinnt sich an den Schmerz. Ja, aber da vorhin hast du ja mitbekommen, ne? Als ich gesagt habe, dass ich nach Istanbul will. Du warst noch nicht da? Nein, es steht aber schon lange auf dem Plan. Also das ist ein, die Reise ist wert, glaub mir. Definitiv, haben mir alle schon gesagt. Wenn du dahin fährst, verliebst du dich in die Stadt. Fertig. Jetzt. Der Günni hat gute Arbeit geleistet, ne? Muss ich auch sagen, ja. Nun, ich hatte einen tollen Kunden. Ganz geduldig, ohne Weinen. Das fehlt mir. Aber die weinen oder was? Oh, manchmal schon. Echt? Ja. Und wie gefällt es dir, Mama? Mir gefällt das sehr gut, ja. Also ich würde mir ja auch gerne ein Tattoo machen lassen, nur ich wüsste nicht, was. Habt ihr ein Tattoo? Wenn ja, was habt ihr drauf? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich habe mal so, ich war ja letztens beim Arzt und da habe ich so gedacht, so, ich hatte meinen Herzschlag auf diesem, wie nennt sich denn das? Ja, ihr wisst, was ich meine. Und dann dachte ich, oh, das könnte man sich ja auch tätowieren lassen, ne? Naja. Oder die Küste meiner Schwester, aber naja. Also uns hat es viel, viel Spaß gemacht heute. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Wie kann man sich nur morgens um 7 einen Termin geben lassen beim Frauenarzt? Oh. Mir ist kalt. Bitte nicht gefroren, bitte nicht gefroren, bitte nicht gefroren. Ah, nicht gefroren. Ah.
Super. Du hast leider auf dem Bürgersteig geparkt. Nein. Ups. Ja, ich kann nicht einsteigen. Ja. Hallo, hier ist Tante Evo. Ich und deine Mutter kommen jetzt, um dich zu filmen. Ja, ich freue mich schon ganz toll. Das ist das erste Mal, dass ich dich heute sehen darf. Also bis gleich. Ja, manchmal frage ich mich, wer hier die Mutter ist. Ich oder sie, oder? Oh, ich bin schon voll aufgeregt. Das ist doch das erste Mal, dass ich sowas sehe. Also mal gucken. Ich glaube, ich wäre dann eine, die ständig alle Erinnerungen und so immer aufnimmt und ihr Babybauch immer alle einen Monat fotografiert und so. Aber ich finde das einfach wichtig, weil du einfach diese Erinnerungen... Oh. Dir geht's ja echt schlecht. Ja. Gut. Ja, guck mal, die Hand, Nase ein bisschen. Die Seite. Wie süß. Ich wollte euch mal zeigen, was genau passiert, wenn ich Stress habe und woran man das merkt. Guckt euch mal meine Haut an. Kommt nur vom Stress und das sieht man dann erst, wenn man abgeschminkt ist. Oh. Ich glaube, es gibt so ein Mädchen, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Die guckt immer so 20 Sekunden in die Kamera und dann macht sie so und sagt sie irgendwas und dann ist Schluss. Und das gucken sich so viele Menschen an. Ich dachte, ich probiere das auch mal aus. So, ist aber jetzt Schlafenszeit. Ich wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen uns.